Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? So, was habe ich heute vor? Hi erstmal. Ich wollte mit euch was Neues, Altes und so weiter testen. Und zwar einmal Natasha Denona Palette Nummer 5. Die sieht so aus. Ich habe geschaut gerade bei Sephora. Die ist aktuell ausverkauft. Ich weiß nicht, ob sie aus dem Sortiment ist oder einfach ausverkauft. Also einfach nicht auf Lager. Es gibt hier nur einen matten Ton. Die anderen sind so, ich würde sagen, ja, das ist vielleicht ein Crystal, ein Metallic, 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 Metallic. Aber das Farbschema für die Frau fürs Büro fand ich echt cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich noch zum Verdunkeln, falls es mir mit diesem einen Ton nicht reicht, die Kylie Bybel Palette. Die große hatte ich schon abgegeben. Die kleine ist noch da. Und mir wurde auch unten drunter geschrieben, die hat schon immer nach Oma gerochen, ist mir nie aufgefallen. Jedenfalls habe ich das vergessen. Sie ist auch sehr, sehr gut gebraucht. Und wie ihr seht, ist es auch eher so eine, ja, ich würde sagen, kühlere Palette. Gar nicht so viel warme Töne wie kalte. Ja, also wird heute eher was Kühleres, was Gechilltes. Dann habe ich zum Abpuder, da muss ich definitiv mal was Neues probieren. Zum Abpudern. Also heute möchte ich auch einen Primer benutzen. Und zwar Illuminating Face Base von Trended Up. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das testen wir heute mal. Und dann möchte ich ein Puder von Fit Me. Set and Smooth. Normal to dry Haut. Ganz ehrlich, ich habe sofort trockene Haut. Wenn man mich anguckt, ich bin um den Mund herum etwas trocken, habe da aber auch Pickel. Und hier hatte ich vor kurzem auch sowas Trockenes. Ganz, ganz komisch. Dann habe ich mir als Blusher ausgesucht von Kiko. Aus, also, ja, wahrscheinlich war das Fall 2.0. Ein Blush, also ein Duo Blush. More Beige, 02 More Beige. Schaut mal, das hat so ein, ja, ich würde sagen, ein sehr, sehr rosé. Alt-Rosé-Touch, wenn nicht schon gräulich. Dann habe ich hier den passenden Bronzer. Ich muss sagen, der riecht nach wie vor gut. Vielleicht könnt ihr auch sehen, dass ich den echt gut benutzt habe. Ich habe den echt eine Zeit lang nur benutzt, weil der mir wirklich von der Haut gut gefällt. Er ist aktuell, denke ich, noch etwas zu dunkel. Aber, das wird schon. So. Auch um die Nase herum. Ich bin so, so trocken. Und dann testen wir noch. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, die testen wir nicht aus, meine Lieben. Wir testen den Highlighter, der auch da drin ist. Ich weiß nicht, ob die noch gibt. Aber bei Kleiderkreisel habe ich sie ganz oft gesehen. Und von ihr, wo konnte ich mich nicht trennen, weil sie so gut benutzt ist. Und ich es einfach, ja, gerne gemocht habe. Foundation-technisch, genau. Oh Gott. Foundation-technisch benutze ich meine L'Oreal 1.5. Wisst ihr, so ich kann kein, nee, Primer-mäßig finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn sie so flüssig sind, dass man sie gut verteilen kann. Oh ja, es fühlt sich wie eine dickere Creme an. Aber eher so schwer. Nichts für die Birne eigentlich, also nichts für die Stirn. Das hätte ich mal sein lassen müssen. Also hier steht Expert Illuminating Fluid und Base. Ja, das lassen wir dann mal 5 Minuten einwirken oder so. Machen in der Zeit mal die Augenbrauen. Ich dachte, mein Sohn ist gerade im Fernseher gucken, dann kann ich mal kurz mich fertig machen. Zarte Teint, perfektionierende Make-up Base mit Highlighting Effekt. Lichtreflektierende Pigmente verleiht dem Teint natürlichen Glow und Frische. Empfohlen zum Setzen von punktuellen Highlights und glamourösen Akzenten. Pflegendes Kragatulin. Okay.
Radiance verleiht der Haut einen besonderen Strahlen. Verwendbar ist eine perfekte Hautver Okay, also. Ich finde auch, dass es so langsam dieses Fettige, was es hat. Ich habe mal wieder Feuchttücher hier. Ich hatte schon lange, also ich hatte jetzt bestimmt 3 Wochen keine auf dem Tisch. Ging auch. Hab dann Trockentücher benutzt, aber irgendwie. Ich vergesse halt immer, diesen Scheißlappen mitzunehmen. So. Muss halt Boden putzen draußen. Oh, okay, dann machen wir mal meine Augenringe. Das mache ich mit dem Naked Concealer. Ich finde, dass das für Mädels eher was ist, die ein bisschen dunkler sind aktuell als ich. Ich bin halt echt mega hell. Mega hell. Ich habe heute auch einen Sprachfehler, falls ihr das hört. Heute ist übrigens Sonntag, deswegen kann man da so ein bisschen unfit sein. Es ist auch 10:15 Uhr. Deswegen. Ja, okay. Es geht schon auch. Dann trage ich mal die Foundation auf. Die habe ich wirklich, wirklich gerne. Ich trage die Foundation auf. Ich sehe gerade, dass ich sie falsch draufgesetzt habe. Man kann nämlich das Teil auch abnehmen. Ich benutze mal 2 Pumper. Guck mal, wie weit ich damit komme, weil ich muss ja aktuell nicht mischen. Ja, genau. Da wir so Neues testen und sowas, kann ich euch ja auch Neuigkeiten verkünden. Ich bin jetzt seit 14 Wochen schwanger. Ja, irgendwie fühlt sich das so unreal an, wisst ihr? Weil es halt noch so früh ist und man geht zwar, deswegen war ich so oft beim Arzt. Und ja gut, was soll man in der Corona-Zeit auch machen, als irgendwo hingehen und sich dann fertig machen? Ich mache mich auch ganz, ganz oft für daheim fertig, das schon, weil ich bin einfach, ja. Deswegen spinnt auch aktuell meine Haut, meine Haare, also komplett mein ganzer Körper ist anders da. Ich muss mich selber so ein bisschen drauf einstellen. Ich werde euch mal immer wieder erzählen, falls es jemanden interessiert. Wenn ihr sagt, aber damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, dann lasse ich das. Ich werde keine extra Videos machen, sondern werde einfach nur so ein bisschen von mir so erzählen, wie es mir so geht. Genau, aktuell bin ich heute in die 14. gekommen. Entbindungstermin, ganz, ganz witzig, ist Oktober. Ich sehe ganz oft meine. Das Witzige ist, dass ganz viele Leute im Oktober entbinden, irgendwie habe ich das Gefühl, und alle so nah beieinander. Also ich weiß, was ihr getan habt. Und ja, es ist halt irgendwie so, ja, es fühlt sich noch nicht so richtig an, aber dann, wenn man beim Frauenarzt ist, dann sieht man das und es hat halt schon alles und es ist irgendwie, oh nee, es ist so erstaunt. Ich habe auch das auch wieder zur Frauenärztin gesagt. Es ist einfach faszinierend, dass so ein kleiner Mensch entstehen kann. Mir ist gerade aktuell einfach nur übel. Ich benutze Catrice Liquid Camouflage, um das Ganze so ein bisschen abzudecken. Ich muss derzeitig wirklich darauf schauen. Ich will mich überhaupt nicht beschweren oder sowas. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Haut im Gesicht so gesponnen hat. Und auch mein Dekolleté. Ich habe so viele Unreinheiten am Dekolleté, am Rücken. Für mich fast schon interessant. Ich habe am Dekolleté schon öfters mal, wenn ich irgendwelche falschen Cremes benutzt habe. Aber jetzt ist gerade egal, was ich mache. Ich benutze gar kein Parfüm, nur auf meine Kleidung. Nichts, was da dran kommt, weil es sieht einfach unnötig aus, ne? Ja, ich bin ganz, ganz happy damit, natürlich. Ich hatte ja die Gebärmutter da, Gebärmutter, Hals, Ausschabung, diese zweimal.
Das, ich weiß nicht, wie es abläuft. Man kann das auch nur sehen. Also ich hatte ja das, was hatte ich denn? Gebärmutterhalsvorstufe, da wurde jetzt zweimal operiert. Bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt schwanger bin, weil das ist das Letzte. Alle guten Dinge sind drei. Eigentlich wollte ich gar keine drei Kinder. Niemals. Eigentlich wollte ich nur eins. Aber was? Also es war jetzt nicht so, oh, ich bin jetzt auf einmal schwanger. Es war, ich habe ja schon lange nicht mehr verhütet oder so. Also, es hätte mir klar sein können. Aber ich war dennoch überrascht. Ich benutze dieses Puder. Ich glaube, das hat mir mal die Sunny geschenkt. Ich bin mir nicht so sicher. Sunny, habe ich das mal von dir bekommen? Ja, und ich kämpfe ganz oft mit Übelkeit. Mir ist einfach nur übel. Ich habe jetzt 1,5 Tassen Kaffee getrunken. Mir ist einfach nur schlecht. Also so einfach nur steht halt bis zum Hals. Also ungefähr bis hier. Und ich kämpfe immer die ganze Zeit so mit diesen. Also so die. Ich habe nicht einmal gebrochen. Ich bin ja echt gespannt, was es wird, weil ich habe ja junge Mädchen. Ich tendiere dazu. Eigentlich zum Jungen, weil ich eigentlich alles für den Jungen hätte. Also was heißt hätte? Ist halt alles noch da. So ziemlich. Und ja. Es klebt irgendwie noch ein bisschen. Ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, da mit so einem Puder zu arbeiten, wenn alles noch so peppig ist. Aber für die trockene Haut ist es gut, weil nach 2 Stunden ist mein Face wie die Sahara. Und es ist eben dieses normal zu trockene Haut. Zu trockene Haut. Hört sich auch irgendwie russisch an. Dann möchte ich das, den Bronzer ausprobieren. Ich benutze dafür den größten Pinsel, den ich besitze für Bronzer. Es war so unangenehm. Weil ich es, ja, ich musste ja selber erstmal das so ein bisschen für mich finden. Und ich musste selber erstmal so, dann hatte ich Angst, dass das vorher an die Leute kommt, an meine privaten Leute, bevor ich es selber möchte. Weißt du, was ich meine? Also bevor ich das preisgeben möchte oder kann. Also ich habe eigentlich bisher immer so bis zur 12. Woche gewartet. Dann war es für mich eigentlich ja. Und es sieht alles okay aus. Also alles so dementsprechend. Und ja, ich bin einfach super gespannt. Ich hatte auch schon meinen Diabetes-Test, weil einfach ich oft, also zweimal jetzt schon in 2 Schwangerschaften, Schwangerschaftsdiabetes hatte. Deswegen hatte ich das einfach schon vorher durchgecheckt. Und das war dann auch in Ordnung. Ich benutze Blush von Kiko in der 02. Ja, also ich konnte mich da jetzt eigentlich großartig nicht beschweren. Ich glaube, der Blush ist mir einfach zu gräulich. Wisst ihr, was ich meine? Er ist mir einfach zu kühl und er sieht eher nach blauem Fleck aus. Den mache ich raus, obwohl von der Verpackung her und alles gefällt er mir so, so gut. Aber ich kann ihn einfach nicht auf mein Gesicht auftragen. Er sieht, vielleicht könnt ihr das sehen, im Unterton einfach wie Dreck auf meinem Gesicht aus. Und er sieht auch so ein bisschen aus, als hätte ich eine drauf bekommen. Der kommt raus aus meiner Sammlung. Ich bin so ein bisschen im Nesttrieb. Ja, es ist wirklich so. Ich bin viel am Ausmisten. Viele meiner Klamotten passen mir jetzt schon nicht und das liegt daran, dass ich halt schon vorher so viel zugenommen habe und einfach nicht mehr XSS trage, sondern ML, nee, M, also so Größe 38, 40. Also eher so, ich tendiere eher derzeitig noch zu 38, aber ich weiß, dass es sehr, sehr schnell bei mir gehen kann. Ich bin jetzt auch nicht so diejenige, die immer darauf aufpasst, was sie isst, aber ich versuche es und es ist verdammt, verdammt schwer, weil ich generell schnell zunehmen kann und auch eigentlich relativ schnell abnehmen, wenn ich nichts esse. Aber ich kann halt einfach nichts essen. Also ich kann das meinem Kind ja nicht antun oder so. Ja. Ich bin gespannt.
Ich werde halt, wie gesagt, mein Kanal wird sich trotzdem um mich und Beauty-Kram drehen im Moment. Ich weiß nicht, wie es irgendwann mal ist, aber derzeitig tendiere ich immer noch zu Beauty. Ich möchte halt nicht, dass irgendwann da steht Ina und Vlogs oder so. Ich bin keine Vlog-Tante. Man hat mich schon gefragt, ob ich mal einen Vlog machen möchte. Nee. Auch so ein Essensfood habe ich mal gedreht und dann gar nicht hochgeladen, weil ich gedacht habe, das bin eigentlich nicht ich. Und ich mache eigentlich auch nur Sachen, wo ich mich auch gut fühle. Genau. Deswegen in der ersten Zeit war ich mega müde. Da war mir Schlafen viel wichtiger als Schminken. Mir war alles viel wichtiger. Also alles viel wichtiger als Schminke. Jetzt habe ich so wieder zu mir gefunden. Es gehört wieder zu meinem Alltag. Ich werde natürlich auch umstellen müssen. Ich muss mich natürlich ein bisschen verkleinern, weil es kann nicht sein. Ich wollte noch vorher meinen Sohn sein Zimmer machen und wollte bei IKEA diesen berühmten, wo man diese Schubladen hat, einfach ihm holen, so Kisten, blau-grüne Kisten, wo er dann rausziehen kann. Ja, es war wohl nix. Ich glaube auch, die Verkaufsfläche ist aktuell nicht weniger als 800. Und ich will nicht alles online bestellen und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass die Läden zu haben. Aktuell interessiert mich kosmetiktechnisch auch nicht so viel. Also wenn mir was über den Weg läuft, was ich schon haben wollte, zum Beispiel, was würde mich interessieren? Bei Natasha Denona gibt es so eine Palette, so eine Fünferpalette mit so einem lila Ton. Die interessiert mich. Dann die. Ich habe viele Paletten aussortiert, wie ihr hier seht. Ich finde, die kommt so an die Natasha-Qualität von das ist von BH Cosmetics, von diesen Schimmertönen eigentlich ganz gut. Dieses Crystal, was sie da hat, ganz, ganz gut dran. Genau, ich habe hier irgendwo einen Stift benutzt, der echt gut ist. Also von Avon und der passt echt perfekt. Ich würde mir natürlich nur einen bestellen, wenn ich selber Avon irgendwo hätte. Genauso wie ich diesen Concealer über alles von Catrice liebe. Ich bin einfach nur dabei, vieles leer zu machen aktuell, weil ich auch einfach keinen Bock habe, so viel nachzukaufen. Habe ich eigentlich Bronzer benutzt oder nicht? Ah ja, habe ich benutzt. Ich finde immer nach wie vor, das ist echt ein schöner Bronzer. Und wenn man den bekommt, er ist ein bisschen rötlich. Also wenn man das gar nicht mag, also lieber so auf kühl, 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 dann ist er nichts, weil er hat schon viel warm. Dann kommen wir zum Augenbereich. Ich benutze ja derzeitig immer die zu Eva Base. Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Meine Kinder wissen das schon lange. Also eigentlich habe ich denen das. Boah. So Omega, so, so eklig. Oh, das kommt mir immer hoch, dieses Fischöl da. Boah, ekelhaft. Genau, ich bin keine glückliche Schwangere eigentlich, muss ich ehrlich sagen. In den letzten Schwangerschaften war ich einfach hin. Ich habe nicht mal meine Zähne geputzt. Keine glückliche. Ich bin gespannt, wie es diesmal ist. Ich möchte einfach diesmal ein bisschen entspannter sein, ein bisschen glücklicher, ein bisschen, ja, nicht darauf geachtet zu sein, wie ich, also wie viel ich zu, also schon darauf achten, aber nicht, dass es mein Leben regiert, wie viel ich zugenommen habe und dass ich so schnell wie möglich wieder abnehme, weil ich habe bisher immer so 25 Kilo zugenommen. Das würde ich natürlich mir wünschen, dass ich es nicht tue. Es ist sehr, sehr schwer. Ich mische den hier, das ist so mein Liebster, mit dem hier. Ja, das ist, ich finde derzeitig dieses subtile Leuchten auf der ganzen Wange richtig geil. Also es hat sich auch geschmackstechnisch natürlich auch was getan und ja, ist einfach. Ich nehme einen fluffigen Brush, meine ich, und setze mir ein Highlight unter die Augenbrauen. Das ist ein matter Ton. Eigentlich finde ich, hat diese Palette
Sie hat so Partikel in sich, die nicht wirklich matt erscheinen. So, dann meine herzallerliebsten Leute von heute. So, ich benutze einen Morphe-Pinsel in der M333. Ich muss sagen, es ist nicht so mein liebster Pinsel, der ist so spitz. Könnt ihr es erkennen? Gibt oftmals Flecken mit dunklen Tönen. Natürlich benutze ich den einzigen matten Ton aus der Palette Nummer 5. Die ist, ja, die habe ich schon länger. Ich kam nur nicht dazu. Und da habe ich gedacht, eigentlich richtig geil, so einen natürlichen Look damit zu machen. Vielleicht auch fürs Büro. Naja, okay. Jetzt ist nicht unbedingt die Zeit. Und ich habe auch so trockenes Haar. Meine Güte, wenn ich nach dem Duschen als rauskomme, sind meine Haare so richtig, also gewellt und manchmal auch gelockt. So trocken sind die, dass sie sich selber hochziehen. Habe ich schon immer diese Wellen und sowas. Aber so richtig, wo ich mir dann denke, meine Tochter sagt, Mama, deine ganzen Haare sind gelockt. Ich so, okay. Habe ich auch nachgelesen. Ich habe so eine Schwangerschafts-App, die mich dann immer, sie begleitet mich einfach und das hatte ich beim Nikolai schon. Ja. Also es ist ein schöner Übergangston, eher so natürlich kühl gehalten. Gefällt mir schon ganz gut. Dann ist es halt nur mal der einzige Ton, der vorhanden ist. Werde ich mal dieses Lila benutzen. Und gucken, wie das ist. Ich muss sagen, mich stört es eigentlich nicht, wenn ich ein schimmerndes Auge habe. Wenn es jetzt nicht so leuchtend ist. Wisst ihr, was ich meine? Von der Weite seht ihr ja nicht, ob das Schimmer ist oder matt. Und es ist ja nur so metallic. Also ich muss auch mal gucken, wenn ich dann lächle, dass es nämlich nicht so runterzieht. Also darauf solltet ihr vielleicht auch mal achten, wenn ihr auch schon so, also 30 seid, dass wenn ihr lächelt, seht ihr das, diese. Ich lache wahnsinnig oft, also bin eigentlich ein sehr glücklicher Mensch. Allgemein, ich bin auch nachdenklich und sowas. Und ich möchte, dass alles stimmt und auch mit meiner Familie und so. Ich habe sehr viel in der Vergangenheit erlebt und möchte das eigentlich nicht, dass es auf eine weitere Generation geht. Deswegen versuche ich eigentlich das Beste für meine Kinder rauszuhauen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Das liegt in den Sternen. Aktuell ist es möglich, aber man weiß ja nie. Fallout, ja. Ich mag es eigentlich nicht, wenn das Puder halt eben nicht abpudert. Also wenn das Puder nicht richtig. So. Mal gucken. Ich möchte jetzt eigentlich so ein. Ja, was ist es denn? Ein kleiner Blenderpinsel. Um zu gucken, was man hier. Immer im normalen Zustand und dann. Ihr könnt erstmal eine Form machen und dann einfach. Einfach so. Jetzt habe ich gerade von der App eine Nachricht bekommen. Da denke ich so, hä? Okay. Genau, ich genieße es schon, aber es ist auch, ich bin so schnell aus der. Also, ich möchte nicht mich anhören, als würde ich mich nur beklagen oder mich nur beschweren, aber derzeit, ich so, oh, bist du aber schnell aus der Puste. Obwohl ich es vorher schon, also eigentlich war es vorher nicht so schnell aus der Puste. Ja. Da möchte ich natürlich diesen wunderbaren, schönen, schaut mal, der ist so, der scheint so, als wäre er. Ja. Als leuchtet er einfach wunderschön. Der hat auch so kleine Partikel drinne. Und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut.
Und auf dem beweglichen Lied möchte ich mir den etwas helleren Braunton aufgeben. Ja, möchte ich hier so ein bisschen mal gucken, ob ich das überhaupt. Ja. Ach so, ja, ich sehe gerade, da ist so ein bisschen Glitzer noch dabei. Ich glaube, das ist noch vom Pinsel. Macht jetzt nichts. So. Das muss ich sagen, gefällt mir ausgesprochen gut. Ich benutze noch den fluffigen Pinsel, den ich vorher zum Verblenden, also vorher für die Transition Color. Das ist auch so mein Ding. Also das ist das, was ich so täglich tragen kann, was nicht zu viel ist für mich und ganz gut passt. Ich würde sagen, ich ziehe mir einen Lidstrich. Also ich finde sie ganz in Ordnung. So fürs Büro kann man also ein Finger drauf machen und man ist to go. Man braucht vielleicht, ich hätte halt, muss ich ehrlich gesagt, vielleicht den hier ausgetauscht gegen einen matten. Ich finde zwei matte Töne schon aus, also finde Fünferpalette zwei matte Töne gut, richtig gut. Einen zu wenig. Ja, also einen finde ich schon zu wenig. Ich kann aber, wenn ich möchte, dieses Lila ist wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ich möchte, noch in dieses Lila gehen und da einfach noch so ein bisschen es ist nicht viel dunkler, aber es ist matter. Genau. So. Und das war's schon. Ich muss sagen, ich mag die Palette nach wie vor und bin ganz froh. Und ich fand die von der Größe her viel, viel besser. Ich hätte halt mal eher geguckt, dass ich nicht so viel Ähnlichkeiten hier reinbringe. Von den Tönen her. Mit den Highlightern, dann hätte sie auch einfach umverpacken lassen können. Das ist auch eine Palette, die ich gerne lernen möchte, einfach weil ich sie gerne benutze. Und bin derzeitig sehr zufrieden dafür. Davon wird es auch ein paar Looks geben. Ich bin, ja, dann, dann benutze ich einen braunen Gel-Eyeliner oder einen schwarzen. Nee, ich benutze den braunen. Und benutze den Pinsel hier dazu. Das ist von Da Vinci Classic Eye 4374 Germany. Das ist so ein abgeschrägter Mini-Pinsel. Wirklich ein ganz, ganz kleiner Pinsel. Ich gucke mal, ob die Pomade überhaupt von Manhattan in dem Farbton eben braun, in diesen hier, überhaupt noch funktioniert. Das ist die Nummer wahrscheinlich Brown. 93W. So, ich habe auch dieses Duo-Line. Von Ingold, nee, nicht Ingold, Inglot. Das sind diese Duo-Lines, womit man so Eyeliner und alles so vermatschen kann. Und auch manche anderen Sachen halt eben ein bisschen haltbarer. Und bisschen halt flüssiger. Ich muss sagen, jetzt geht gar nichts mehr aktuell. So, jetzt aber. Ich habe das jetzt einfach mal so vermatscht und
Ich weiß nicht, ich hasse es, Pullovers anzufassen. Bei mir ist die Krisenzeit, wenn ich einen Pulli anfasse. Also so mit einem Giel alleine zu arbeiten, ist auch echt ein Ding der fast Unmöglichkeit. Und was ich ganz, ganz toll finde, wenn man das macht. Nein. Ich wollte euch nicht mein Fenster zeigen. Ich wollte. Sehr interessant. Ich habe eine neue Funktion entdeckt. Unten am Wimpernkranz. Ich brauche einen Spiegel. Ja. Unten am Wimpernkranz. Moment mal. Ich muss mal hier. Ich finde, meine Haut sieht sehr alt aus. Also jetzt, wo das Make-up sitzt und oh, ich weiß nicht. Ich bin so unzufrieden mit Foundation, mit allem. Hier am unteren Wimpernkranz finde ich das immer ganz, ganz toll, wenn man einfach ein bisschen, wenn man Lidstrich hat, auch hier einfach zieht. Nicht auf der Wasserlinie, sondern unten drunter einfach am Wimpernkranz bisschen. Gel-Eyeliner. Da hat er abgestempelt. Und ich mache das immer im offenen Zustand. So, also mein Gel-Eyeliner ziehen. Ich weiß es nicht. Krieg meine. Ich sehe nichts. Ich brauche wahrscheinlich irgendwann mal Kontaktlinsen zum Schminken. So, und ich finde, der Look lässt sich doch sehen. Genau. Und das sind diese Pöttchen hier. Und die habe ich noch in Schwarz und in dieser Farbe. Ich finde, es ist ein ganz gut gelungener Look. Schmier hier alles voll mit diesem Gel-Eyeliner. Also für mich ist das echt noch ungewohnt. Auch die Verpackung von Natasha Denona. Ich habe den heute das erste Mal benutzt. Und die sieht schon aus, als hätte ich sie durch den Hintern gezogen. So, durch den Hintern gezogen. So. Ja, viel Strahlkraft. Ich finde, er hätte noch ein bisschen heller sein können. Noch ein bisschen Bam in your face. Dann wäre auch gut. So, ich habe auch das Problem, unter meinen Augen fettet es sehr, sehr schnell nach, egal wie viel Kilo Puder ich dahin mache. Irgendwann kommt das immer durch. Und ich finde, mit dem Gel-Eyeliner ist es so ähnlich wie mit dem Kajal zu arbeiten. Man kommt halt nicht so an die Wimpern dran mit dem Pinselchen und dann hat man einfach mehr Schwung. Also wenn ihr gerne, gerne Lidstrich zieht, dann zieht das mal mit dem Gel-Eyeliner, falls ihr Probleme mit den Wimpern habt. Das ist ein sehr informatives Video hier. Sehr viel ist einfach too much. Ihr könnt mir ja schreiben, wer schon irgendwelche Vorahnungen hatte. Ja. Wie? So. Genau, ich finde, das ist ein Look aus, den man mal eben machen kann. Also vielleicht mit dem Gel-Eyeliner nicht. Aber das ist ein Look. Zwei Lidschatten. Drei Lidschatten und gut ist. Natürlich unter der Augenbraue und sowas, das braucht man nicht. Man kann das mit einem Highlighter machen, mit dem Puder. Man kann das mit so vielen. Man kann auch einen Blick jetzt machen. Und zwar dieses Beige, was wir in der. Dieses, ja, was ist es denn? Dieses Peachige kann man einfach hier so dann drauf tupfen, will ich aber jetzt gerade aktuell nicht. Und gut ist. Ne, man kann so einiges mit der Palette machen, obwohl sie nur fünf Farben hat und nur eine Matte. Aber man kann auf jeden Fall was mit ihr machen. Und jetzt gucke ich mal für die Lippen was. Ja.
Für die Lippen. Ich habe für die Lippen einen Stift. Und zwar von Matte Couture Lip Liner. Muss die mal anspitzen, weil irgendwie hat der Anspitzer noch so fetzt. Jetzt ist besser. So. Ich hoffe, der Pullover, den ich heute wasche, geht nicht ein. Ich wasche ihn Handwäsche 40 Grad kalt. Jedenfalls steht es da. Bin gespannt. Bin der Meinung, damit hätten wir ihn gewaschen, aber. Ja, welche Farbe war das? Der Lip Liner Matte Couture in 04 Lace. Ich wollte eigentlich nämlich mein Fenty Bomb, glaube ich, heißt der. Oder das da. Oh, komm doch raus. Hier, NYX Buttergloss in Creme Brûlée. Um diese Kanten einander zu verbinden. Ich trage sehr, sehr gerne in letzter Zeit Lip Liner. Vor allen Dingen den von Essen mochte ich wirklich, wirklich gerne. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen neuen Lip Liner einfach mir hinlege. Der ist eigentlich nicht schlecht. Also schlecht ist er nicht. Das war schon. Also ich muss sagen, mir gefällt der Look. Kann mich da jetzt einfach nicht beschweren. Und das Zeug ist echt abartig. Ich fand die Produkte gut. Das Einzige, was ich halt aussortiere, ist für mich der Blush. Der Blush ist für mich ein bisschen zu kühl. Ansonsten behalte ich alles. Also ich hatte jetzt schon wieder was doch aussortiert, den Bronzer von Maybelline. Ich habe auch ganz viel aussortiert. Ich werde es euch auch zeigen. Ich gehe nach und nach durch, weil einfach ich merke, so viel geht nicht und ich brauche Platz. Also ich bin so im Zwiespalt und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seid nicht ganz so enttäuscht von mir, wobei das mir auch egal wäre, weil ich so bin, wie ich bin. Und ja. Bis bald, meine Lieben. Ciao.